Ja, heute ist wieder ein ganz, ganz besonderer Gottesdienst, von einem ganz besonderen Jahr auch. Wir haben in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum als Gemeindefamilie, haben angefangen, das zu feiern im Februar mit 25 Jahren und haben uns in diesem Jahr auf die Reise in die Vergangenheit begeben. Und einfach nochmal da zu reflektieren, was waren die Meilensteine Gottes, die er uns geführt hat in den vergangenen 25 Jahren. Und hier könnt ihr zurückschauen auf schon 6 Meilensteine. Alles hat angefangen mit Mission, dann ging es weiter mit dem Modell, wie wir Gemeinde überhaupt leben. Mobilisation, weil wir wussten, es hat was mit jedem Einzelnen zu tun, der dort für Gott lebt, wo Gott ihn hingestellt hat. Multiplikation in mehrere Städte, unsere Botschaft, dann Movement, dass es über uns hinausgeht. Und heute schon Nummer 7. Schon Nummer 7. Und soll ich den mal schon umdrehen? Ja, ich mach das mal. Es hat viel mit Beschleunigung zu tun, heißt aber nicht Beschleunigung, weil wir ja unser M brauchen. Und es ist Momentum. Darum geht's heute, was hinter Momentum steckt. Das wird uns der Alan heute mitteilen. Freut mich, dass du da bist. Great to have you with us. Der Alan war tatsächlich bei allen dabei. Nicht schlecht, hä? Aber you're welcome to come up. Silke, vielen Dank, dass du übersetzt. Und wir haben euch eine Karte hingelegt. Ja, wir haben für jeden dieser Meilensteine eine Karte gemacht, richtig coole Karten. Draußen liegen noch die anderen 6 von den letzten Meilensteinen. Hier habt ihr die Nummer 7 und es geht wirklich darum, erwartungsvoll zu leben. Und ich möchte dich einladen, einfach auch das aufzuschreiben, was Gott heute in dein Leben hineinspricht, an Gedanken, an dem, was er dir mitgeben möchte. Yeah, thank you very much. We're looking forward to your word. Good to have you with us, Alan. Thank you so much, Basti, and guten Morgen to you all. It's a joy to be with you. Danke, Basti, und guten Morgen euch allen. Es ist wirklich eine Freude, hier zu sein. Really is great to be back in Germany. Es ist wunderbar, hier zurück in Deutschland zu sein. This was the last place I visited before Corona happened. Das war der letzte Ort, wo ich war, bevor die Corona-Pandemie kam. And it's the first place that I've come back to after Corona allowed me to come back. Und es ist der erste Ort, wo ich jetzt wieder nach Corona bin. So it's really such a delight to be with you. I bring you greetings from my wife Liana, who is in South Africa at this stage. Es ist wirklich so eine Freude, hier bei euch zu sein und ich bringe auch Grüße von meiner Frau Leana mit, die schon in Südafrika ist. And tomorrow I fly to join her there because we're bringing together all the Doxadeo leaders of cities in South Africa in the next week. Und morgen fliege ich ihr nach Südafrika, weil wir nächste Woche in Südafrika alle Leiter und wichtigen Mitarbeiter in Südafrika zusammenbringen. So Basti is on his way. Basti ist also auch schon quasi unterwegs. And we're still trying to get Lizzie to be convinced she can come. Und wir versuchen Lizzie auch noch zu überzeugen, dass sie kommt. There's something about being a mother. Aber es ist halt was, wenn man eine Mutter ist. So it's a delight to share with you today. Und ich freue mich, dass ich heute meine Botschaft mit euch teilen kann. About the journey that we've had as a ministry. Über die Reise, die wir als Dienst, als Gemeinde hatten. But I really felt sorry this morning for the person who has to bring these bricks every Sunday. Und mir hat die Person heute echt leid getan, die diese Ziegelsteine jeden Sonntag hier anschleppen muss. I want us to start today by reading a scripture. Und ich möchte heute mit einem Bibelvers beginnen. And I am privileged to have Silke be my interrupter today. Und ich habe das Vorrecht, heute Silke als meine Unterbrecherin zu haben. And she's going to start by reading a scripture in Ephesians chapter 3. Und sie wird damit anfangen, eine Bibelstelle aus Epheser 3 zu lesen.
Epheser 3, Vers 20 bis 21. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder ergreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Listen to this concept, viel mehr. Und hört mal auf dieses Konzept, viel mehr. It means much more in English, and the concept much more in Greek means much more. Und das heißt eben auch viel mehr auf Englisch, und das Konzept auf Griechisch von viel mehr heißt ebenfalls viel mehr. So I ask you today, do you truly believe that this is true? Und ich will euch heute fragen, glaubt ihr wirklich, dass das wahr ist? That God can truly do much more. Dass Gott wirklich viel mehr tun kann. And so I ask you today, what can be the much more in your life that you want to trust God for? Und meine Frage an euch heute Morgen ist, was ist in eurem Leben dieses viel mehr, wofür ihr Gott in eurem Leben vertrauen möchtet? Many times we start to lose sight of possibilities in the future. Und oft verlieren wir so den Glauben oder die Realität von den Möglichkeiten, die wir in der Zukunft haben. Because we become so overwhelmed with our sense of our reality now. Weil uns die Realität jetzt in diesem Moment so überwältigt. And it affects the way we think about the future. Und das beeinflusst auch die Art und Weise, wie wir über die Zukunft denken. I don't know if I've told the story about the eagle in the zoo in Pretoria. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal die Geschichte vom Adler im Zoo in Pretoria erzählt habe. There was an eagle in a cage for 12 years. Da war ein Adler, der seit 12 Jahren im Käfig war. And then they decided to set the eagle free. Und dann beschloss man, den Adler freizulassen. And they had this whole project to take this eagle all the way to the area where it was its natural environment. Und es gab dieses Riesenprojekt, den Adler dahin zu bringen, wo seine natürliche Umgebung war. And when they arrived there with this big project, some of our friends were there and they told us the story. Und als sie da hinkamen mit diesem Projekt, da waren auch einige unserer Freunde da und die haben uns dann die Geschichte erzählt. They said it was so exciting because everybody was waiting for them to open up the gate of this big cage so that the eagle could fly. Und sie sagten, es war so aufregend, weil jeder hat da gestanden und gewartet, dass sie diese riesige Tür aufmachen von dem Käfig, damit der Adler dann losfliegen konnte. And they had the countdown and they opened up the cage and the eagle just sat. Und es gab einen Countdown und dann haben sie den Käfig geöffnet und der Adler saß da einfach nur. That eagle did not want to leave the cage. Der Adler wollte nicht aus dem Käfig. Because for 12 years that cage became the defining reference of its reality. Denn seit 12 Jahren war dieser Käfig der ja alles bestimmende Referenzrahmen für seine Realität gewesen. And so they knew they had to get the eagle out of the cage. Und sie wussten, irgendwie mussten sie den Adler aus dem Käfig bekommen. So they went inside and started chasing the eagle. Also sind sie in den Käfig gegangen und haben ihn da irgendwie rausgejagt. They say it was so funny, the eagle jumped down onto the ground. Und sagten, es war so witzig, der Adler ist dann auf den Boden gesprungen. And then it just hopped outside of the cage. Und dann ist er so langsam aus dem Käfig rausgehüpft. And about 3 meters outside of the cage. Und 3 Meter dann vor dem Käfig. The eagle just sat. Hat er sich einfach hingesetzt. That eagle was not going to fly. Der wollte nicht fliegen. You see, the eagle was now free. Der Adler war jetzt frei. But the cage was still in the mind of the eagle. Aber der Käfig war immer noch im Kopf von dem Adler. So many times that's how we engage life. Und so geht es auch uns oft, wie wir mit dem Leben umgehen. God is with us. Gott ist mit uns. God is in us. Gott ist in uns. God's life wants to flow through us. Gottes Leben möchte durch uns fließen. But there's a cage. Aber es gibt den Käfig. And this cage is in our minds and it's keeping us captive. Und dieser Käfig ist bei uns im Kopf und der hält uns gefangen. And so they say they wanted to get this eagle to fly.
Und sie wollten also diesen Adler irgendwie ans Fliegen bekommen. Because they knew if it doesn't fly, it's going to die. Denn wenn er nicht fliegt, dann wird er sterben. And so they say it was so funny because some people whistled to the eagle. Es war ziemlich lustig, weil manche haben dann angefangen, dem Adler zuzupfeifen. Shouted at the eagle. Manche haben ihm One guy even went to explain to the eagle. Jemand kam sogar und hat dem Adler das alles erklärt. So another guy ran in front of the eagle to show the eagle how to fly. Jemand anders, der ist vor den Adler rumgesprungen und hat ihm gezeigt, wie er fliegen soll. But the eagle didn't fly. Aber der Adler ist nicht geflogen. They say, but then something amazing happened. One of the free eagles of the region started circling above. Aber dann ist was Erstaunliches passiert und einer von den drei Adlern der Region, die sind dann haben angefangen über dem Adler zu kreisen. And then that free eagle gave a cry. Und als diese drei Adler einen Schrei ausstießen. And it was as if immediately this eagle on the ground responded to that cry. War das so, als wenn der Adler am Boden sofort auf diesen Schrei reagierte? It was as if in hearing that cry this eagle recognized I was made for more. Es war als wenn der Adler verstand, indem er diesen Schrei hörte, ich bin für mehr gemacht. In that moment this eagle recognized I was not made for a cage. In diesem Moment hat der Adler verstanden, ich wurde nicht für einen Käfig gemacht. I was made to fly. Ich wurde dafür gemacht zu fliegen. Because they say this eagle started running, flapping its wings, and it flew up into freedom. Und der Adler ist dann hat dann angefangen zu laufen und seine Flügel zu schlagen und ist dann losgeflogen. And so I trust as we share today our own journey in the Doxadeo family. Und heute, wo es um unsere eigene Geschichte in der Doxadeo-Familie geht, you will hear something of the voice of God over your life. Werdet ihr etwas von der Stimme Gottes über euren Leben hören? It's what God speaks over our lives in Jesus Christ. Es ist das, was Gott über unser Leben in Jesus Christus spricht. That will awaken your heart. Und es wird euer Herz aufwecken. To recognize that God has something more in mind for you. Dafür, dass ihr erkennt, dass Gott noch etwas mehr, weit mehr für euch hat. Viel mehr. Viel mehr. I know you are Germans, but at least you can say amen. Ich weiß, dass ihr Deutsche seid, aber ihr könnt wenigstens Amen sagen. Viel mehr. Much more. I want you to hear that God says, I have much more in mind for you and your life. Ich möchte, dass ihr hört, dass Gott zu euch sagt, ich habe viel mehr für euch und euer Leben im Sinn. In 2015, we as a Doxadeo family had experienced that we had plateaued in our growth and impact. Im Jahr 2015 haben wir als Doxadeo Familie gemerkt, dass wir in unserem Wachstum und auch unserem Einfluss irgendwie stagniert waren. And it was in that year that we were preparing to celebrate 20 years of this ministry. Und in diesem Jahr bereiteten wir uns gerade darauf vor, 20 Jahre unseres Dienstes zu feiern. And every year before the next year we come together as leaders and say, what are we hearing God say to us for the next season? Und jedes Jahr, so am Ende des Jahres, kommen wir als Leiter zusammen, um zu überlegen und darüber zu beten, was Gott für uns für die nächste Phase hat, was er zu uns sagen will. And I remember us gathering as leaders and considering what God is saying. Und ich weiß noch, wie wir da als Leiter zusammenkamen und überlegten, was Gott wohl zu sagen hat. But when I left that meeting, I felt that I was not satisfied. Da bin ich aus diesem Treffen gekommen und erinnere mich, dass ich mich einfach nicht zufrieden gefühlt habe. And I remember bringing the leaders together again and saying, I believe God wants to truly speak to us. Und ich habe die Leiter dann nochmal zusammengebracht und habe gesagt, ich glaube, dass Gott wirklich zu uns sprechen will. We have some great ideas for the next year, but God has something else in mind. Wir haben ein paar tolle Ideen fürs nächste Jahr, aber Gott hat noch was anderes im Kopf. So we got really serious and saying, Lord, we want to hear what you are saying to us. Und wir sind wirklich noch mal ernsthaft rangegangen und haben gesagt, Gott, wir wollen wirklich hören, was du zu uns sagst. And God dropped something into our hearts that was captured with a word.
Und Gott hat etwas in unsere Herzen gepflanzt, das so mit einem Wort sich zusammenfassen lässt. And this word was the concept of acceleration. Und dieses Wort war das Konzept der Beschleunigung. And I remember when we got together as leaders and saying, God is saying that he's wanting us to believe for acceleration. Und ich weiß noch, wie wir dann als Leiter zusammenkamen und sagten, Gott möchte, dass wir wirklich für Beschleunigung Glauben haben. We looked at each other and said, well, then it really just must be God. Haben wir uns angeschaut und haben gesagt, okay, das muss dann jetzt wirklich von Gott sein. Because we have entered into a time of a little bit of stagnation. Weil wir sind ja eigentlich gerade eher in der Phase der Stagnation. And now we're talking about acceleration. Und jetzt geht es plötzlich um Beschleunigung. And I remember how we had to make sure in our hearts that this is what God is saying before we go to the church and the people to say we feel this is what God is saying. Und ich weiß noch, wie wir wirklich sicher sein mussten, dass das wirklich von Gott war, bevor wir jetzt das Ganze auch in der Gemeinde verkünden. But I remember seeing a German Autobahn. Aber ich weiß noch, wie ich so eine deutsche Autobahn vor meinen Augen gesehen habe. One of my greatest joys coming to Germany. Eine meiner größten Freuden, wenn ich in Deutschland bin, is that you can accelerate. Ist, dass man wirklich beschleunigen kann. With no fear. Ohne Angst. Except the guy in front of you that didn't know that he can also accelerate. Abgesehen von dem Typen, der vor einem fährt und der keine Ahnung hat, dass er auch ein Gaspedal hat. It was as if God was saying to us, I want to give this ministry, I want to entrust to this ministry much more. Und es war, als wenn Gott zu uns sagen würde, ich möchte euch nochmal diese Gemeinde und diesen Dienst geben, nochmal weit mehr, viel mehr. And this scripture that we just read in Ephesians 3 was one of those scriptures that gripped our hearts. Und eine der Schriftstellen, die wir gerade gelesen haben in Epheser 3, war eine derer, die wirklich unser Herz gepackt hat. Another scripture that became very precious to us was in 2 Corinthians chapter 4 verse 13 to 15. Und eine andere Bibelstelle, die uns in dieser Zeit sehr wichtig geworden ist, war 2. Korinther 4, die Verse 13 bis 15. Ich tue ja das alles für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen und der Dank dafür soll überströmen zur Ehre Gottes. Now in English there are a few translations. Im Englischen gibt es verschiedene Übersetzungen of the Bible. Der Bibel. And there is one translation called the Message translation that is a freer translation. Und es gibt eine Übersetzung, die heißt the message, die Botschaft, die etwas freier ist. And in this translation it communicated this verse in this way. Und in dieser Übersetzung stand der Vers noch mal ein bisschen anders. Every detail works to your advantage. Jedes Detail trägt zu eurem Vorteil bei. And to God's glory. Und zu Gottes Ehre. The doxa of Deo. Der Ehre Gottes. You know that's what doxa Deo means, right? Ihr wisst, dass das doxa Deo bedeutet Herrlichkeit Gottes. The glory of God. So we felt God is speaking to us. Also hatten wir das Gefühl, Gott spricht zu uns. And then it says more and more grace. Und dann heißt es da mehr und mehr Gnade. More and more people. Mehr und mehr Menschen. More and more praise. Mehr und mehr Lob. And these three concepts gripped our hearts. Und diese drei Konzepte haben uns irgendwie gepackt. If we can trust God for more and more grace. Wenn wir Gott dafür vertrauen konnten, dass wir mehr und mehr Gnade, a revelation of God's great redemption in our lives, dass wir mehr und mehr Gnade, also eine Offenbarung von Gottes großer Erlösung in unserem Leben erleben würden, that we can trust God for more and more people, dass wir auch vertrauen konnten, dass er mehr und mehr Menschen schickt, that's people that become part of this family that is on mission, dass Menschen Teil dieser Familie werden, die wirklich einen Auftrag haben. But also trust God for more and more leaders to be developed in our family.
Und dass aber auch mehr und mehr Leiter sich wirklich in unserer Familie entwickeln können. Who will take responsibility to influence others. Die Verantwortung übernehmen, auch andere positiv zu beeinflussen. And then more and more praise. Und mehr Lob. Which would be more and more of what God has called us in the mission. Also mehr und mehr von dem, was wir ja als Auftrag haben. And so in the mission we're trusting God for more and more campuses. Und wir haben Gott dann dafür vertraut, dass wir immer mehr Campusse, also Standorte haben. To engage more and more cities. Um immer mehr Städte zu beeinflussen. To affect through our Stadt Reformer program in the world more and more leaders across the world. Um durch unser Stadt Reformer Programm in der Welt wirklich mehr und mehr Menschen überall zu beeinflussen. And so we started trusting God for these references. Und wir haben dann angefangen, Gott dafür Glauben zu schenken und Vertrauen. And we said, Lord, if we could really see this happen. Wir haben gesagt, Herr, wenn das wirklich passiert und wir das sehen können. We're going to focus in 2017 on more and more grace. Dann wollen wir im Jahr 2017 darauf fokussieren, mehr und mehr Gnade zu erleben. And some of you were here in that time where we said, let's understand the accomplished work of Jesus. Und einige von euch waren da schon in der Gemeinde, wo es darum ging, wir wollen wirklich mehr vom vollbrachten Werk Jesu zu verstehen. When Jesus said it is finished, he meant it. Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, da hat er das auch genauso gemeint. And we need to discover what he has come to do in our lives. Und wir müssen entdecken, was er in unserem Leben tun will. And the next year we focused on how do we raise people to really become city changers. Und im nächsten Jahr haben wir uns darauf fokussiert, wie wir Menschen dahin entwickeln, wirklich Stadtgestalter zu werden. And how do we raise people to take responsibility within the context of the kingdom? Wie wir sie entwickeln, dass sie wirklich Verantwortung im Reich Gottes übernehmen. And then in 2019 we celebrated the fact that we see growth and development happening all over the world. Und im Jahr 2019 haben wir dann die Tatsache einfach gefeiert, dass wir Wachstum überall auf der Welt sehen. Now you have to understand when we said, Lord, we're trusting you for acceleration. Und ihr müsst verstehen, als wir gesagt haben, ja, Herr, wir glauben und wir vertrauen dir, dass du hier Beschleunigung gibst. Everything in Doxadeo had slowed down. We were on a flat level. Da hatte gerade sich alles in Doxadeo verlangsamt. Wir waren wirklich auf so einem Plateau. And then we spoke this into reality. Und dann haben wir das in Realität gesprochen. We started to call this as something that God will do. Und wir haben das wirklich als was ausgesprochen, dass Gott es tun wird. And then when we came into 2020, und als wir dann ins Jahr 2020 kamen, it was a time where we could reflect and say, what has God done? War das eine Zeit für uns, wo wir noch mal reflektieren konnten, um zu sehen, was hat Gott getan? And we celebrated acceleration. Und wir haben diese Beschleunigung wirklich gefeiert. Now I have a short video that I want you to watch before I share another concept and principle with you. Ich habe ein kurzes Video mitgebracht, das ich möchte, dass ihr kurz anseht, bevor ich dann noch ein weiteres Konzept mit euch teilen möchte. And this video is the reflection we had at our birthday when we celebrated 2020. Und dieses Video beinhaltet diese Reflexion, die wir hatten, als wir an unserem Geburtstag 2020 gefeiert haben. Now please forgive me, it's in English. Bitte vergebt mir, es ist auf Englisch. But you will get your turn one day in heaven when we all speak German. Aber ihr werdet auch mal dran sein, wenn wir eines Tages im Himmel alle Deutsch sprechen werden. But would you please watch this video? Aber schaut euch jetzt dieses Video an. And see what happens when people start to trust God. Und schaut, was passiert, wenn Menschen anfangen, Gott zu vertrauen. Let's look at the video. Schauen wir das Video an. Imagine being part of a dream aligned with God's heart. Imagine Christ in us restoring wholeness to every city, transforming it into a place which flourishes on every level.
imagine extraordinary leaders taking up ownership, walking in faith, working in unity, extravagantly operating in their gifting and calling, boldly transforming all spheres of society, preaching the gospel, glorifying Jesus, freely expressing and worshiping God, loving, discipling, and teaching city changers in every generation. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Imagination is trumped by the revelation of the victory we have in Christ, our identity changed forever because of the completed work on the cross. And then, imagination is upstaged by the unveiling of His truth and His mission, proclaiming the gospel in season, from one city to multiple global cities, from one campus to 19 campuses during the first 20 years, as well as our other ministry units established. During 2016, we planted Littleton, Parkview and Wonderboom campus, as well as established the Stadtreformer in Germany. In 2017, we saw Helderberg, Arturo and Doxodeo Community Church, London come to life. London demonstrated hope and restoration in a global city. Our new worship and arts movement, Revelation Enterprises, gained momentum. We also planted another pop-up in Nelson Mandela Bay. In 2018, we planted Wilgejewel, Schoemansville and Bloemfontein Central Campus and Doxodeo Media, Lifework Leadership, as well as CCMP in Cape Town, CCM's First Steps in Zambia and Key Connection augmented into entities, ministries and SMUs. During 2019, Durbanville and Ruslow English campuses launched and we saw a new focus on the acceleration of different English expressions. Our first consulting company, CCI Professional, was birthed, and Lifework Leadership, our training program for societal leaders, saw expansion into Orlando, Miami, Fort Lauderdale, and Jacksonville in the United States. And we saw the establishment of Pop-Up in Johannesburg and Bloemfontein. The first Doxodeo album in 15 years titled Complete was launched in October of that year. In 2020, His promise of divine acceleration could not be locked down, and during 2020, we saw Doxodeo Marathon Club as well as the Cycling Club moving into the fast lane. We took ownership of a children's home in Bloemfontein and Wilgejewel. Stellenbosch Campus and Hatfield Campus and Doxodeo Online were launched. Pop-Up planted another branch in Cape Town. Lifework Leadership is now also growing in Nelson Mandela Bay and CCEP in Port Elizabeth. We saw our income grow with 42% and our Sunday attendance grow with 23% in the last 5 years. CCMP grew from 3 learning centers to more than 200 students at 7 learning centers. This year, we will also be expanding to an online learning engagement. We celebrate His victory, His divine acceleration. We celebrate the multiplication of city changes. We celebrate cities with accelerated global impact. We celebrate 25 years of His mercy, grace, and redemption poured out over us. We sing a symphony of praise to Him for all He has done in and through us, going so far beyond anything we could ever imagine. The doxa of Deo, the glory of God, transforming our cities into places where God reigns. Knowing God, loving people, impacting my world. Yeah, hallelujah. Praise God. Isn't that amazing? Ist das nicht unglaublich? Up to that time, very little was happening. Bis zu dem Zeitpunkt, da ist echt nur wenig passiert. And then we just announced this. Und dann haben wir es einfach ausgesprochen. And things just started happening. Und die Sachen sind passiert. Now, if you didn't quite follow all the English, wenn ihr mit dem Englisch nicht ganz mitgekommen seid, I trust you could just feel lots of things are happening.
dann hoffe ich, dass ihr zumindest gespürt habt, dass viele Sachen passiert sind. And then COVID came. Und dann kam Corona. And you know, somehow we might have thought, well, now nothing more can happen. Und irgendwie hätten wir jetzt denken können, naja, jetzt wird nichts mehr groß passieren. But we're making a new video. Aber wir machen gerade ein neues Video. Of everything that has happened since COVID. Von all dem, was passiert ist, seit die Corona-Pandemie begonnen hat. Amazing things are happening. Unglaubliche Dinge, die da gerade passieren. We're breaking into 4 new cities. Wir fangen gerade in 4 neuen Städten an. A lot of the ministries are busy expanding all over the world. Viele unserer Dienste sind dabei, sich über die ganze Welt zu verbreiten. Even LifeWork Leadership is coming to Germany, is coming to Stuttgart. Sogar LifeWork Leadership ist auch in Stuttgart. And we are privileged to have the leaders here this morning. Und wir haben die Leiter heute Morgen auch hier bei uns. God bless you. Gott segne euch. As you take responsibility to lead business people in understanding their calling. Wo er jetzt die Verantwortung übernommen hat, Geschäftsleute in ihre Berufung zu führen. Once again, a good place to say amen. Es ist mal wieder eine gute Stelle, um Amen zu sagen. Now listen to the principle. Aber hört jetzt mal auf dieses Prinzip. There is something about when God starts to move in your heart. Das ist etwas, wenn Gott anfängt, in euren Herzen sich zu bewegen. That you start to trust for the much more. Dass ihr anfängt, wirklich Vertrauen für das viel mehr zu haben. It's interesting to see how Jesus, when he ministered to people, es ist interessant zu sehen, wenn Jesus Menschen gedient hat, met people at the level of their expectation. Dass er diesen Leuten immer auf der Ebene ihrer Erwartung begegnet ist. Do you remember when Jairus came to Jesus, his daughter was very ill? Erinnert ihr euch noch, als Jairus zu Jesus gekommen ist, weil seine Tochter sehr krank war? And he says to Jesus, would you please come to my house? Und er sagt zu Jesus, bitte komm zu mir nach Hause. Because I know if you come to my house and minister to my daughter, she will live. Denn ich weiß, wenn du zu mir nach Hause kommst und meiner Tochter dienst, dann wird sie leben. So what does Jesus do? Und was tut Jesus? He goes to his house. Er geht zu ihm nach Hause. Ministers to the daughter and she is healed. Und er dient der Tochter und sie ist geheilt. But then there is a Roman centurion. He's a military man. Dann gibt's aber auch diesen römischen Hauptmann, der also vom Militär kommt. And one of his men, not far away, is ill and he's going to die. Und einer von seinen Leuten, gar nicht weit entfernt, ist krank und er liegt auch im Sterben. But he's a man that understands authority. Aber das ist ein Mann, der versteht, was Autorität ist. He knows if a word is spoken, it will be executed. Und er weiß, dass wenn ein Wort gesprochen ist, dass das dann auch ausgeführt wird. And he recognizes authority in Jesus's life. Und er erkennt die Autorität im Leben von Jesus. And he says to Jesus, I'm not worthy that you come to my house. Und er sagt zu Jesus, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Where this man is right now very sick. Wo dieser Mann gerade ziemlich krank da liegt. But if you will just speak a word. Aber sprich nur ein Wort. I know he will be healed. Und ich weiß, er wird gesund werden. What does Jesus do? Und was tut Jesus? Jesus does not say. Jesus sagt nicht. No, you don't understand. I actually go to people's houses. Nee, du hast es nicht verstanden. Ich mache das immer so, dass ich zu Leuten nach Hause gehe. I've just come from Jairus's house. Ich komme ja gerade von Jairus. Jesus meets him at the level of his expectancy. Jesus begegnet ihm wirklich auf der Ebene seiner Erwartungshaltung. There's a woman that's ill. Da ist auch eine Frau, die krank ist. And she says to herself, I know Jesus is coming to my town. Und sie sagt sich, ich weiß, Jesus kommt demnächst in meine Stadt. If I can just press through the crowd and just touch his garment. Wenn ich mich nur irgendwie durch die Menge drängeln kann und den Saum seines Gewandes berühren kann. I know I will be healed. Weiß ich, dass ich geheilt werde. And so there's a big crowd around Jesus. Und da ist tatsächlich eine große Menge um Jesus herum. But she pushes through the crowd. Aber sie drängelt sich durch diese Menge. She gets close to Jesus. Geht ganz nah an Jesus ran.
touches his garment. Und berührt sein Gewand. And Jesus stops. Und Jesus hält inne. And Jesus says, "Who touched me?" Und fragt, wer hat mich berührt? I see the disciples are confused. Und ich sehe das so vor mir, wie verwirrt die Jünger sind. They say, "Jesus, people have been touching you all day." Und die sagen, Jesus, den ganzen Tag über haben dich Leute berührt. It's as if Jesus is saying, "Yes, but somebody touched me with expectancy." Aber Jesus sagt sowas wie, ja, aber eine Person, die hat mich hier mit Erwartung berührt. Because he says, "I felt power flow from me." Weil sie sagt, sie hat gespürt, wie Kraft von ihm ausgeht. God meets this woman at the level of her expectancy. Gott begegnet dieser Frau auf der Ebene ihrer Erwartung. There is this blind man sitting at the gate of Jericho. Und dann gibt es da auch den blinden Mann, der am Stadttor von Jericho sitzt. And as Jesus comes by, he shouts out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Und als Jesus vorbeikommt, da schreit er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. The disciples go to quiet him down. Und die Jünger, die wollen ihn irgendwie stillkriegen. But Jesus sees that and he says, "No, bring him here." Aber Jesus sieht es und sagt, nee, bringt ihn hier zu mir. This blind man is standing in front of Jesus. Und er steht dann vor Jesus. And Jesus asks him a question. Und Jesus stellt ihm eine Frage. What do you want me to do for you? Was willst du, dass ich dir tun soll? I can just see the disciples. Und ich sehe wieder so die Jünger vor mir. They were not the smartest guys they were. Die waren ja irgendwie nicht die cleversten Typen. But they had figured this one out. Aber das hatten sie verstanden. Jesus, he's blind. Jesus ist blind. I mean, it's obvious. Und es ist doch offensichtlich. Jesus says no. Jesus sagt nee. I want to hear you say it. Ich möchte hören, wie du das sagst. What do you want me to do for you? Was möchtest du, dass ich dir tun soll? He says, "Jesus, that I might see." Und er sagt dann, Jesus, ich möchte sehen. And Jesus says, "Let it be." Und Jesus sagt, so sei es. You see, there's something about releasing that word. Und ist irgendwas dran, wirklich dieses Wort auszusprechen. There's something about speaking it out. Es auszusprechen, freizusetzen. Say, "Lord, I'm stirred in my heart and I know that you can do much more." Und zu sagen, Jesus, hier, ich schütte mein Herz aus und ich weiß, dass du viel mehr tun kannst, weit mehr. And now I say it. Und jetzt sage ich es auch. But you know, this principle is not just true for individuals. Und ihr wisst, dieses Prinzip, das gilt nicht nur für Einzelne. This principle is also true for a corporate body like a church. Es gilt genauso für eine Gemeinschaft wie eine Gemeinde. Like a business. Oder wie ein Unternehmen. A community. Eine Gemeinde. Because we see Jesus goes to a town called Capernaum. Weil wir sehen auch, wie Jesus zu einer Stadt namens Kapernaum geht. When Jesus comes to Capernaum, the whole town is excited about Jesus coming to town. Und als Jesus nach Kapernaum kommt, da ist die ganze Stadt voll in Aufregung. And Jesus starts to minister to people. Und Jesus beginnt den Menschen zu dienen. It was in Capernaum where the Bible says everyone that Jesus ministered to got healed and set free. Die Bibel sagt, dass in Kapernaum wirklich jeder Mensch, dem Jesus gedient hat, geheilt oder befreit wurde. There was an electricity of expectancy. Das war wie so eine elektrisierende Erwartungshaltung. It was in Capernaum where the men brought their lame friend and had to open up the roof to let him down because there were too many people. In Kapernaum kamen auch die vier Freunde mit dem Gelähmten und haben das Dach abgedeckt, um ihn da zu Jesus runterzulassen. It was in Capernaum where the Bible says Jesus ministered right through the night. Und in Kapernaum heißt es auch, dass Jesus die ganze Nacht über Menschen gedient hat. Everyone was healed. Jeder wurde geheilt. Everyone was touched. Jeder wurde berührt. People's lives were changed. Die Leben von Menschen wurden verändert. The whole city was expectant. Die ganze Stadt war voller Erwartung.
But then Jesus goes to Nazareth. Aber dann geht Jesus nach Nazareth. Nazareth was where he grew up. In Nazareth ist er aufgewachsen. And the people were confused. Und die Leute waren irgendwie verwirrt. How can it be that the carpenter's son can now be used by God? Wie kann es sein, dass der Sohn des Zimmermanns jetzt so von Gott gebraucht wird? And then we see some of the saddest words in the Bible are recorded. Und dann lesen wir einige der traurigsten Wörter, die wir in der Bibel finden. Where it says Jesus didn't do many miracles in Nazareth. Wo es heißt, Jesus hat nicht viele Wunder in Nazareth getan. Because of the unbelief of the people. Wegen des Unglaubens der Menschen. The same Jesus. Der gleiche Jesus. The same anointing on his life. Er hatte die gleiche Salbung auf seinem Leben. The same desire to affect people's lives. Den gleichen Wunsch, Menschenleben zu beeinflussen. The same desire to see people being set free. Den gleichen Wunsch, dass Menschen freigesetzt werden. But he didn't do. Aber er hat es nicht getan. Because there was no expectancy. Weil es keine Erwartungshaltung gab. My prayer for every one of us. Mein Gebet für jeden von uns ist. My prayer for Doxa Deo. Mein Gebet für Doxa Deo. Is God come and enlarge our capacity to trust you for more. Ist, dass Gott unsere Fähigkeit, ihm für mehr zu vertrauen, einfach noch viel größer macht. Come and enlarge our hearts, our minds. Dass er unsere Herzen, unsere Gedanken ja ausdehnt. That we can truly start to anticipate you doing so much more. Dass wir wirklich anfangen zu erwarten, dass er weit mehr tun kann. Because accelerate is not now finished. Weil die Beschleunigung, die ist noch nicht zu Ende. Because there is another brick that needs to come. Da gibt's nämlich noch einen weiteren Ziegelstein, der da hingelegt werden muss. We believe we learned something in this COVID time. Weil wir glauben, dass wir etwas in dieser Corona-Zeit gelernt haben. And so as we are journeying, God is speaking to us. Und während wir auf der Reise sind, da spricht Gott zu uns. And this is what God came to speak to us. Und das hat Gott zu uns gesprochen. Don't lose your expectancy. Gebt eure Erwartungshaltung nicht auf. Verliert die nicht. Keep this in your heart. Behaltet die in euren Herzen. Because he is the way maker. Denn er ist der Wegbereiter. The miracle worker. Der Wundertäter. Halleluja. Halleluja. I want to pray for you. Ich möchte für euch beten. And I want to invite you. Would you stand with me? Und ich möchte euch einladen. Steht doch mal auf. And there were you standing just for a few moments. Would you just close your eyes and just consider what would you want to bring before God today? Und während ihr hier steht, schließt einfach mal für eine kleine Weile eure Augen und überlegt, was möchtet ihr, dass Gott heute tun soll? What do you want to really start believing for? Wo möchtet ihr wirklich anfangen, dafür Glauben zu haben? Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. For this moment that is a throne room moment. Für diesen Moment, der ein Moment im Thronsaal ist. Where your word says that we can come to the throne of grace. In deinem Wort steht, dass wir zum Thron der Gnade kommen können. Knowing, Lord, that your smile is upon our lives. Und wir wissen, Herr, dass dein Lächeln über unser Leben steht. Your embrace is over our lives. Und ja, du möchtest uns umarmen, unser Leben umarmen. And right in this moment, Lord, we know that your favor is extended to every person. Und wir wissen jetzt genau in diesem Moment, dass deine Gunst sich zu allen Menschen every person here in this building, every person online. Zu jeder Person hier in diesem Raum und zu jeder Person, die online dabei ist. God's grace is in this moment extended to your life. Und Gottes Gnade ist in diesem Moment dehnt sie sich zu eurem Leben aus.
So right now, Lord, we bring our hearts and our minds before you and we ask, come and enlarge our hearts. Und jetzt in diesem Augenblick bringen wir unsere Herzen und unsere Gedanken vor dich und wir bitten dich, dass du sie ausdehnst. Allow us to think new thoughts, Lord. Hilf uns, neue Gedanken zu denken, Herr. Thoughts that are birthed by your spirit in our hearts. Gedanken, die von deinem Geist in unseren Herzen geboren werden. Where we truly will trust you for more. Wo wir wirklich das Vertrauen und den Glauben haben, dass es weit mehr gibt. I bless every individual. Segne jeden Einzelnen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen. And all God's people say. Und das ganze Volk Gottes sagt. Amen. 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 Amen.